Es ist eine Geschichte, die nur schwer zu glauben ist. Voller Vorfreude erwarteten Barbara Bienvenue und ihr Freund Paul Servant aus Montreal 2014 die Geburt ihrer Fünflinge. Mit Liebe richteten sie das Kinderzimmer für den Nachwuchs ein. Sogar die Namen der fünf Kinder soll das Paar bereits ausgesucht haben, berichtet die Toronto Sun. Dann der Schock. Bienvenue war gar nicht schwanger, sondern nur scheinschwanger. Der erste dokumentierte Fall einer Scheinschwangerschaft ereignete sich in Amerika in den 1960er Jahren. Eine Scheinschwangerschaft trete bei Frauen auf, die den extrem starken Wunsch verspürten, schwanger zu werden, erklärten Forscher des University of Nebraska Medical Center damals. Dabei handle es sich um eine psychische Erkrankung, die schwangerschaftsähnliche Symptome aufweist. So wächst bei den Betroffenen tatsächlich der Bauch und auch Wehen setzen ein. Erst bei der vermeintlichen Geburt von Bienvenues Kindern diagnostizierten die Ärzte dann die Scheinschwangerschaft. Bienvenue war zuvor nie bei einer Schwangerschaftsuntersuchung gewesen. Kürzlich, 3 Jahre später, äußerte sich Bienvenue in einem Interview mit dem kanadischen Sender TVA Nouvelle zum ersten Mal zu ihrer Scheinschwangerschaft. Zitat: Zunächst möchte ich mich bei meinem Ex-Freund Paul Servant und seiner Familie entschuldigen. Ich leide an einer Psychose und lebe in meiner eigenen Welt, sagte Bienvenue. Sie besuche regelmäßig einen Psychiater und nehme Medikamente zu sich, versicherte die Frau. Anscheinend zeigt ihre Therapie aber keine Wirkung. Nur wenige Tage nach dem Interview berichtete der Sender über eine erneute Scheinschwangerschaft von Barbara Bienvenue. Fast 3 Monate habe sie ihren neuen Freund Martin Ménard in dem Glauben gelassen, ein Kind von ihm zu erwarten. Nur durch einen Zufall kam die Wahrheit ans Licht.